Und herzlich willkommen zurück zu MyTest Creative Server Dingster Bumster, also German Creative Server. Das Produkt, das Projekt, wo alle ausflippen. So, wollen wir mal vielleicht schon mal ein bisschen anfangen, den Weg aufzubauen. Das heißt, ein bisschen Stein einschmelzen und auch ein bisschen Compressed Cobble schon mal bauen, erzeugen, erschaffen. Damit wir schon mal sehen, ob das Ganze wirklich so gut aussieht, wie es aussieht. Was geschieht hier gerade? Warum ist mein Laptop so ausgelastet? Seltsam, seltsam. Naja, okay. Let's play. Yep. Das Ganze ist ein Let's Play. So, das heißt, genau, wir backen erstmal hier was ein bisschen hier von ein bisschen was weg. Beziehungsweise brauchen wir erstmal ein bisschen Compressed Cobblestone. Genau, das wird leider so gar nicht reichen. Ah, doch. Wir kriegen immerhin. Ah, gut, wenn wir hier von 10 bekommen, brauchen wir von dem anderen. Dreimal so viel. Das heißt, jetzt habe ich 8. Also brauche ich hier 24? Na, 25. Passt. Gut. Achso, gut, ich habe hier noch ein bisschen was gehabt. Egal. Reserve. So. Die restlichen schmeißen wir in den Ofen. Andererseits brauche ich das also gar nicht. Kann man hier. Wie gesagt, habe ich hier noch massig. So, und die ganze Kacke schmeißen wir jetzt mal hier rein. So, was wir brauchen sind. Und jetzt muss ich hart überlegen. Sonst komme ich. Wir brauchen. Vier halbe. Nein. Wir brauchen. Gott. Vier Viertel. Vier halbe. Vier Dreiviertel. Und dann bräuchten wir noch vier ganze. Das kann also gar nicht passen. Machen wir es mal so. Das sieht schon etwas realistischer aus. So, das heißt, wir machen mal hier kurz ein bisschen Platz. So. Dann haben wir 2 Viertel, 2 halbe, 2 Dreiviertel und der Rest ist dann Ganze. Das heißt, mit dem ganzen Kack, was wir gerade abgeschlagen haben, kommen wir gerade mal ein Viererblock voran. Das kann da gar nicht hinhauen. Bin ich jetzt gerade dumm? Warum ist eigentlich mein Inventar so voll geklatscht hier? Alter. Achso, stimmt. Ja, klar. Komm, ich weiß, jetzt erstmal alles raus, was hier nicht wirklich gebraucht wird, damit ich mal ein bisschen Überblick habe in mein Inventar. Das ist hier gerade ein bisschen alles ganz schön voll geklatscht. Das wird ja gerade nicht besser, aber es wird zumindest im Inventar leerer. Ich bin auch Lehrer. So, jetzt kannst du noch mal. Also, stopp mal. Wir haben jetzt 9. Ich schmeiß das Ganze mal da rein. So, sind 33.
Das heißt, ich würde 33 compressed bekommen. Das heißt, ich bräuchte dann noch 100 clean. Habe ich. Sehr schön. Das kriege ich also auf jeden Fall hin. Dann machen wir das Ganze mal. Bumm. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir daraus bekommen. Kriege ich da jeweils 6 draus? 6 Viertel, 6 halbe, 6 Dreiviertel. Was? Nee. Moment mal. 4? Nee, 2. Hä? Was hat das hier gemacht? Moment mal. Ach, das hier waren die falschen. Och nö. Der hat schon wieder unser. Och, leck mich doch am Arsch. Jetzt hat es schon wieder so. Nein. Das darf nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? Er hat schon wieder. Ist er. Ist, kann man ja daraus irgendwie was. Ist ja auch scheißegal jetzt. Ja, daraus kriegen wir jetzt das. Naja, nett. Daraus kriegen wir gar nichts. Und eigentlich nicht. Ah, doch. Daraus kriegen wir. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass er gerade unsere ganzen Dinger geschluckt hat. Oh, Alter, warum ist das so? Kommt er nicht damit klar, wenn wir auf Sachen raufklicken, wo bereits was ist? Aber das war ganz kurz. Ich muss ja kurz was testen. Von was haben wir am meisten? Was können wir wegschmeißen? Was brauchen wir nicht? Am ehesten wäre das derzeit eigentlich Holz. Hä? Haben wir das nicht raus? Ah, nee. Das war noch drin. Haben wir irgendwie Holz? Komm, ich nehme mal kurz ein bisschen Holz. Ich schätze nämlich, ich weiß, woher der Bug kommt. Und zwar, wenn wir hier jetzt mit der Kreissäge irgendwas machen und jetzt etwas hiervon nehmen und es irgendwo hinpacken, ist alles in Ordnung. Aber wenn wir jetzt irgendwas nehmen und es irgendwo hinpacken, wo schon was ist, ja, dann stürzt er ab. LOL, das ist ja interessant. Okay, das heißt, diese Cutting-Mod ist noch total verbuggt. Oder ist das einfach nur noch nie jemandem aufgefallen? Oder liegt es daran, dass die Mod mit irgendeiner anderen Mod kollidiert? Kann dadurch sowas kommen? Eigentlich nicht. Auf jeden Fall ist das Bullshit. Vor allem das ist alles weg. Und ich weiß auch nicht mehr, wie viel wir hatten. Warte mal kurz, wir hatten erst 8 gemacht und dann hatten wir 33. Das heißt, das müssten irgendwie so um die 40 sein. 40 Cobblestone verloren, also. Ah. 360 Cobblestone. Ach du Scheiße, wir sind gefickt, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ist dieser Mod böse. Ich hasse diese Cut-Mod. Ach du Kacke. Ja, das können wir jetzt hier alles. Ne, komm, ich fange erstmal komplett von Zero an. Da kriegst du ja. Yay, 5 konnte ich retten. Oh, ist das mies. Ist das eine Scheiße. Oh, was soll's? Ist das Dreck, Alter. Alter, jetzt habe ich Hass, jetzt habe ich Wut. Set home. Was wollte ich machen?
So. Genau, jetzt habe ich was. Ich nehme einfach erstmal nur wieder 40. Das Rest lasse ich erstmal wieder unten. So. Okay, und jetzt mit der Workbench. Jetzt wissen wir zumindest, wer der Fehler kommt. Das heißt, wir müssen hier immer auf ein Feld drücken, was wirklich frei ist. Weil ansonsten schützt das gesamte Ding hier ab. So, also, ein ganzer Block hat eine Höhe von 16. Das heißt, die Viertel sind die Viererblöcke. Die Dinger hier. Davon brauchen wir 8 Stück. Hier, genau. 8 Stück. Dann 8 von der Hälfte. Und jetzt müssten wir die 12er finden. Genau. So. Und die restlichen sind ja genau 16er. Also die wir bereits hier oben haben. Bam. Das heißt, das passt genau mit 20 Stück. So, jetzt habe ich nämlich genau 20 Stück hierfür verbraten. Gar nicht mal so schlecht. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal Vierer, Achter, 12, 12er und die restlichen Geilomato. Vor allem das Blöde ist ja, der ist auch abge, weil ich hatte ja nicht hier mit irgendwo anders drauf geklickt. Ich habe ja nicht so gemacht oder ähnliches, sondern ich habe ja auf das drauf geklickt, wo bereits welche waren. Das heißt, er hätte einfach nur kombinieren müssen und trotzdem ist die Mod einfach abgestürzt. Also irgendwie scheint das ein bisschen problematisch zu sein. Also, ne, für die Zuschauer, wenn ihr das Problem irgendwie auch habt und eine Lösung wisst, gerne mal hören. Auf jeden Fall Workaround. Egal, was ihr rausnehmt, immer hier irgendwo hinpacken, wo noch nichts ist. Egal, ob das gleiche ist oder was anderes ist, irgendwo hinklicken, wo nichts ist. Sonst stürzt alles ab und ihr habt alles verloren. Das ist Bullshit. Also, jetzt haben wir 16, das heißt, wir können 4 Steigungen machen. Geilomato. Auf geht's. Achso, halt. Brauchen wir auch noch Clean Stone. Diese Clean-Dinger. Das heißt, da brauchen wir jetzt 100. Ich habe gerade 40 gemacht. Insgesamt brauche ich jetzt 120 Clean Stone. Wie viel Clean Stone haben wir? Einen haben wir schon mal. Sehr gut. Adam. Ah, und wo ist Eva? 35. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ne. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Haben wir hier oben noch was drin? Ja, ne? Ja. Okay, doch. Dann reicht das ja dicke. So, dann mache ich erstmal nur 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und dann haben wir hier nochmal die restlichen 80. So. 8. Nee, die Vierer. Oh. Warte. Bevor ich mir noch ins Hemd mache. Kann man hier wenigstens mehrmals draufklicken oder stützt auch dann ab? Ach, mehrmals draufklicken geht gar nicht. Okay, gut. Dann hat das sich das ja sowieso erledigt. So, wir brauchen 16 von den Vierern. Achtern, den Zwölfern und den Sechzehnern. Und jetzt das gleiche nochmal mit 32. Wir brauchen 32 Vierer, 32 Zwölfer, nee, Achter, 32 Zwölfer und volle. Bam. Easy. Okay, geil. Ohne Absturz. Yes! Klar. Frisch auf den Server kommen und direkt nach 99, 999 Diamanten verlangen. Klar. Weißt du? 99 Luftballons? Okay. Meinetwegen. Aber warum zum Fick 1000 Diamanten? Hat der Typ Langeweile? Denkt er, die Dinger gibt's gratis im Kiosk? Hier muss man sich die Sachen erarbeiten, Junge. Willkommen auf der Welt, Bitch. So. Gut, das haben wir zumindest schon mal ein paar Sachen. Jetzt können wir zumindest schon mal gucken, wie es denn optisch so wirkt. Habe ich noch ein bisschen Cleanstone dabei? Ja, zum Lückenfüllen. Ich weiß nicht, komm, wir machen noch mal ein bisschen mehr Cleanstone.
damit wir gleich mal die ganzen Lücken füllen können, die da noch so sich aufgetan haben mit der Zeit. Cleanstone. Cleanstone. Schmeiß ich mal Ränder. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Compressed Cobblestone. Ich kann auch den da reinmachen. So. Easy. Warten wir noch ein bisschen hier, ne? Bis sich hier so ein bisschen noch so ein bisschen anbisiliert. Ja, mit dieser Klick-Scheiße. Ja, Spruch Klicki-Klick. Gib mir Klicks. Liebes YouTube. So. Dankeschön. Dankeschön. Sollte es auch langsam mal reichen hier. Sonst kriege ich hier noch einen, weiß nicht, Brandfleck. Whatever. Danke. 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 Kommt der nette Spieler in unsere Richtung? Nein, kommt er nicht. Ich weiß nicht wieso, aber Leute, die direkt nach 999 Diamanten fragen, sind irgendwie nicht ganz koscher. Nicht, dass der direkt auf Krawall aus ist und die Leute umbringt. Vor allen Dingen mich umbringt. Ich meine, wenn andere Spieler umbringt, pff, ist mir scheißegal, ich bin ja nicht der Admin. Ha, Spaß. Nee, aber wenn er uns jetzt hier umbringt, ich meine, wir sind mitten im Let's Play. Wir haben Compressed Cobblestone bei uns, der ist wertvoll. Bitte nicht. Ich habe Frauen und Kinder, töte die. So, genau, hier wäre dann die erste Stufe, wo es hochgeht. Warum eigentlich? Egal. Lass ich so im Raum stehen. So, das heißt, wir bräuchten. Da. Ich brauche eine Spitzhacke. Where is my axe? Da ist mein axe. So. Aha, aha. So, hier kommt denn das hin. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Da. Da, da, da. Bam, bam. Ich mach mal hier alles ein bisschen. Ich schieb mal alles. So. Bam, 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 bam. Ah, doch, sollte relativ gut passen. Ups, das war jetzt so nicht geplant. Ist aber nicht weiter schlimm. Bam, 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 bam. Ja. Ah. Ich bleib mal lieber bei der hier. Die ist mir einfach zu wuchtig. Die hat Unwucht, die Kleine. Sollte man wie hart tragen. Was? Ach nein. Oh, Kleine. Ich bring dich um. Dankeschön. Dam, dam. Dam, dam. Dam, dam. Dam, dam. So, jetzt hier nochmal. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Hey. Jetzt schaffen wir doch fast den gesamten Weg mit einmal. Wie viel hatte ich denn am Anfang? Hatte ich 24? Ich hatte 16. Stimmt, mit 16 schaffe ich genau immer 8 Stufen mit einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt kommen noch, also die hier noch zu Ende und dann jetzt noch eine. Ja. Passt, genau. Easy. Oh, dann könnte es vielleicht doch tatsächlich gehen. Haben wir am Ende vielleicht sogar noch ein bisschen was übrig. Ah, hier fehlt jetzt natürlich was, weil ich ja Compressed Cobble verloren habe. Danke dafür, Angela Merkel, du kleines Schutz. So, das heißt, die beide bleiben. Die beide bleiben auch, 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 die beide hier bleiben auch. Die beide bleiben auch. Easy. Dann brauche ich hier also bloß das, das und das. Na komm. Ah. 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 Oh.
Habe ich wahrscheinlich die falsche Taste? Ach so, ja. So. Schöner Weg. Geht eigentlich voll klar, Alter. Von der Geschwindigkeit her. Ich meine, gut, bei der Decke, da müssen wir nach oben gucken. Da ist es wahrscheinlich nicht ganz so schön. Aber so von der Optik her, ich glaube, das wird tatsächlich gut. Ich meine, ich mir graust es mal wieder vor der Zeit, die wir hier brauchen werden für das Ganze. Aber doch, doch, das sieht gut aus. Gut, hier die originalen Blöcke, die sind natürlich alle immer 90 Grad gedreht. Danke dafür. Ach, scheiße. Aber es geht tatsächlich. Und ja, das mit den Stufen ist sogar vorteilhaft, weil das hier soll ja ein Weg sein für Menschen. Dementsprechend kann das hier quasi gleich eine Treppe sein. Eine schön flache mit schön großen Stufen. So eine richtige Wandertreppe. Aber so von der Steigung her ist es tatsächlich geil. Aber wie gesagt, immer, ne, also pro Block ein Slab höher zu gehen, also quasi zwei, das würde einfach zu steil werden. Und deswegen habe ich quasi nicht alle zwei Blöcke eins hoch, sondern halt alle vier Blöcke eins hoch, weil so sieht man das schon. Es ist zwar jetzt immer noch in dem Sinne, ne, gehobene Klasse, aber realistisch. Geilomato, easy. So, und das ist das Ganze, jetzt haben wir gerade mal 8. Wir haben gerade mal 8 Stufen geschafft von 70. Achso, gut, da hinten wird es ja flacher, da hinten wird es ja flacher, aber die Frage ist halt, um wie viel flacher. Ha! Also wir müssen auf jeden Fall, selbst wenn es nur 40 hochgehen würde, bräuchten wir noch 3-mal so lange. Ach Gottchen. Warum tue ich diese? Weil wir die Decke müssen wir auch noch machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das graust mich. 1, 2, 3, 4. Was? Ah, ne, die müssen weg. Da muss Cleanstone hin. Was jetzt? Genau, das da. Ich tausche mal aus. Und du kommst noch da. Bye. Ups. Hashtag. Okay. So, hier muss Cleanstone hin und hier muss Cleanstone hin. Easy. Ja, hier drüber kann dann wieder Cobblestone hin. Das stört kein, was da oben abgeht. Das sieht man eh nicht mehr. So. Dann. Ach, Minische. Ich also so von der Art und Weise, so wie es wirken soll, ist es genau so, wie ich es gehofft hatte. Oh, ich bin Konstrukteur. Habe ich gelernt. Habe ich studiert. Warum haben wir von dem noch 7? Hä? Does that make no sense at all? Habe ich jetzt irgendwo aus den 2 verbaut oder bin ich einfach dumm? Was zur Hölle? Wieso habe ich davon nur 7? Dieses Spiel ist kurios. Das sind die normalen Slabs, na gut, da kann ich auch noch schnell nachmachen. Hier einfach so bam bam bam. Oh, leck mich. Warum nur 7? Ah ja. Manche Sachen muss man nicht verstehen. Entweder habe ich da irgendwo mal außerdem einen verbaut, ich wüsste aber nicht, wo ich einen Clean Stone Slab verbaut haben sollte. Man hat das lange vor. Aber gut.
doch, das ist geil. Das ist cool. Ah, doch, die Optik ist schön. So, hier schlage ich den später noch komplett durch. Damit er hier schon quasi hier schon rausgucken kann. Kann ich eigentlich jetzt auch gleich machen. Ich falle. Ja, ist da gar nichts mehr? Ne, da ist gar nichts mehr. Okay, easy. Nehme ich dich auch noch weg. Komm, dich nehme ich auch noch weg. Dich nehme ich auch noch weg. Ups. Ja, gut. So, jetzt sieht das schon. Ah. Komm, ich nehme dich auch noch weg. So. Einschneidung. Ah, sieht das so gut aus. Ja, doch, komm. Ich mach dich auch noch weg. So. Dich auch noch. Komm, dich auch noch. Ja, doch, so kann man es machen. Ja, so sieht es gut aus. Dich nehme ich auch noch weg. Perfekt. Jawohl. Easy. Schön. Nice. Ja. Komm mal her. Ups. Ah, die Waldfee. Also ich muss schon sagen, es geht tatsächlich. Hat es länger gedauert, als ich gehofft hatte. Vor allem, ja. Also es geht. Vielleicht doch ein bisschen sehr flach für die Breite, weil es ja relativ breit im Vergleich zur Höhe. Aber wie gesagt, ganz ehrlich, es soll ja bloß so ein Wanderweg sein. Von daher ist er wahrscheinlich nicht zu flach, sondern eher zu breit. Aber anders kriegen wir das halt hier mit dem Muster nicht hin. Von daher, passt so schon. Das passt so. Kann ich vielleicht noch mit dem Auto durchfahren? Also mit dem Jeep. Beim Auto dürfte die Federung definitiv nach der Hälfte des Weges den Geist aufgeben. Der kriegt ja Stoßdämpfer. Doch, das sieht geil aus. Kann man machen. Okay, gut. Jürgen, das heißt, das lassen wir erstmal so. Da können wir da oben das noch später weiterbauen. Hier unten muss ich jetzt gucken, wie ich das hier unten designe. So, das ist auf jeden Fall erstmal der Abzweig hier zu dem Baum. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir aber trotzdem erstmal den Weg da hinten zur Hütte. Einfach, damit ich da auch mal einen ordentlichen Weg hin habe. Da will ich ja hier irgendwie was so wie so eine Brücke hinmachen. Ich habe aber allerdings noch keinen Plan, wie ich das Design technisch realisiere. Wahrscheinlich muss ich tatsächlich hier die Beete wieder wegmachen, damit ich hier schräg drüber so eine Brücke machen kann. So schräg rüber, weil das wäre halt optisch am besten hier so schräg rüber. Ich meine ganz ehrlich, die Beete, wir machen hier hinten ja sowieso Beete hin. Das heißt, die Beete hier sind sowieso alle überflüssig. Andererseits habe ich die extra so schön angelegt und zweitens ist da drunter jetzt sowieso frei. Das heißt, die müssen wir auch erst wieder auffüllen. Und das ist alles so viel Arbeit. Aber doch, ich glaube, ich mache so. Der Weg führt erstmal hier gerade hier hin. Macht dann hier so einen Knick und geht dann hier schräg rüber. Das dürfte optisch das einzig Sinnvolle sein. Dann machen wir das genau so. Die Frage ist jetzt nur, was für Material machen wir das? Ganz ehrlich, ist überall Zuckersand. Das heißt, ich mache den Weg wahrscheinlich komplett aus Holz. Das dürfte am besten aussehen. Dann gehen wir mal ganz kurz nach. Nein. Danke. So, Holz. Wie viel Holz haben wir? Zur Not schlagen wir uns ein bisschen was. Da. Das ist das dunkle Holz, sieht definitiv scheiße aus. Wir brauchen helles Holz, also sowas hier zum Beispiel. Sowas oder sowas. Na gut, guck mal, nächste Folge. Ich glaube, wir machen erstmal hier Feierabend für diese Folge. Tschüss.